und damit ist das Fest der Volkskulturen eröffnet. Eröffnet! Das freut nicht nur die vielen Besucher und Besucherinnen, die trotz Badewetter gekommen sind, sondern auch die 33 Folkloregruppen, die dieses Jahr beim Fest der Volkskulturen mitmachen. Beim großen Einmarsch zeigt sich die breite kulturelle Vielfalt der Teilnehmenden. Ob von den Philippinen, aus Nigeria, Katalanien, dem Balkan oder dem Gasteinertal. Alle eint, dass sie ihre Bräuche und Gepflogenheiten bewahren wollen und stolz auf diese sind. Das Fest der Volkskulturen bietet den Vereinen den Rahmen, ihre Traditionen einem breiten Publikum zu präsentieren. Der Unipark Nonntal wird so zu einem Ort der Begegnung und des Austausches. Die Wichtigkeit von dem Fest ist, dass Barrieren abgebaut werden, Ängste genommen werden und einfach durch dieses Miteinander die Kultur im Mittelpunkt steht und letztendlich auch der Mensch, das Gemeinsame und Kultur verbindet und vor allem auch die Kulinarik, die wir heute haben. Durchs Essen, Trinken kommen einfach die Leute zusammen. Gemeinsam reden, gemeinsam feiern einfach. Auf zwei Bühnen werden Trachten und ihre Geschichte präsentiert, folkloristische Tänze gezeigt und Lieder in der jeweiligen Landessprache gesungen. Mehrere Stände laden ein, lokale Speisen und Getränke zu probieren und andere Kulturen, die allesamt in Salzburg vertreten sind, zu entdecken. Wie ist das in Philippinen? Wie ist unsere Kultur? Wie ist unser Essen? Und dann, dass wir zeigen, dass wir sind auch so freundlich und wir integrieren hier in Österreich, weil ich bin schon 41 oder 42 hier in Österreich und ich fühle mich wohl. Wir fühlen wohl hier in Österreich. Und das ist unsere zweite Heimat. Das erste Mal wurde das Fest 2009 gefeiert. Manche der Vereine sind Dauergäste und immer wieder kommen neue dazu. Das ukrainische Zentrum ist heuer das erste Mal dabei. Die Umstände sind traurige, doch beim Fest überwiegt die Freude, das eigene kulturelle Gut in einer friedlichen Umgebung ausleben zu können. Wir haben auch überlegt, dass wir uns ein bisschen auch Richtung Kultur vorstellen und orientieren sollen. Nicht nur für die Unterstützung, das ist schon gut, aber dass wir zeigen, was bei uns ist und wie wir leben, welche Kultur wir haben. Das finde ich wichtig, damit uns die Österreicherinnen und Österreicher besser verstehen und wir zeigen, was wir alles haben. Also für die Möglichkeit und dass wir heute da sind, sind wir sehr dankbar. Der Verein Salzburger Volkskultur will gemeinsam mit den teilnehmenden Gruppen ein Zeichen für ein friedliches und respektvolles Miteinander setzen und das Verständnis für die unterschiedlichen Volkskulturen in Salzburg wachsen lassen. Wir möchten eigentlich einen kleinen Teil Kroatiens präsentieren und auch mitgeben. Und es ist schön, wenn Sie fragen, woher kommt das und wieso heißt das so und woher kommt die Tracht und was ist gemacht worden und wieso und weshalb. Und einfach so ein... dass sie sich dafür interessieren, also dass die Interesse allein schon besteht, was Neues kennenzulernen, ist schon wahnsinnig schön. Dass die Vielfalt der Salzburger Bevölkerung einem stetigen Wandel unterliegt, ist nichts Neues. Ich habe eine Urkunde, die zeigt, dass bereits seit dem 13. Jahrhundert das Thema Migration in dieser Stadt ganz normal war. Warum? Menschen, die hier gelebt haben, treffen auf Menschen, die in diese Stadt kommen. Weil man in dieser Stadt Geld verdienen kann. War im 13. Jahrhundert so, ist heute noch so, dass natürlich Kriege und so weiter auch noch dazu kommen. Vertriebene hier in der Stadt Salzburg ihren Lebensmittelpunkt finden. Das ist eine ganz natürliche Entwicklung. Das spiegelt sich in den Traditionsvereinen wider, von denen es in Salzburg insgesamt 1.900 gibt. 80 davon haben einen migrantischen Hintergrund.
Das Fest bietet die Gelegenheit, einige davon näher kennenzulernen. Ich finde, es ist eine gute Möglichkeit, von beiden Seiten zu lernen. Also nicht nur von fern. Und verschiedene Völker in Salzburg ist dazu angenommen. Und diese Anerkennung, diese Respekt, diese Reading of Organ Way, das habe ich wirklich zum Schätzen. Das Schöne an dem breiten kulturellen Spektrum, das das Fest der Volkskulturen bietet, ist, dass man neben Vertrautem auch viel Neues entdecken kann. Das Allerschönste ist, dass was neu und was vertraut ist, für jedes Auge anders ist. Denn die kulturelle Vielfalt spiegelt sich auch bei den Besuchenden wieder. Und auch die Idee hinter dem Fest wird wahrgenommen. Dann jeder kann seine eigene Kultur ein bisschen zeigen, kann man andere Kulturen auch kennenlernen. Dadurch, dass wir in Österreich leben und es ist ein sehr multikulturelles Land, sollte man schon wissen, mit wem man lebt, miteinander lebt, wer die Nachbarn sind. Es ist echt sehr aufregend, also andere Nationalitäten mal kurz so kennenzulernen, deren Traditionen. Dass Freundschaften entstehen und dass man sich einfach besser kennenlernt mit Kulturen und so. Dass wir unsere traditionell hier zeigen dürfen. Man hat immer Vorurteile gegenüber Fremden und so weiter und die kann man hier eigentlich ganz gut abbauen. Ich finde, es ist sehr gut, wenn man andere Kulturen kennenlernt. Es hilft dann die Nation auch an sich und ich finde, man lernt immer was dazu. Was beim Fest für eine Lebensfreude herrscht, zeigt sich in spontanen Aktionen wieder. Die Besucherinnen und Besucher sind mittendrin statt nur dabei. So kunterbunt kann es also werden, wenn sich die Salzburger Volkskulturen an einem Platz treffen und dazu einladen, mal ein paar Schritte in ihren Schuhen zu gehen.